Schumann 12 Fantasien für Flöte Solo sind ein wichtiges Repertoirestück des Barock und neben Johann Sebastian Bachs Partita in A-Moll und Karl Philipp Emanuels Solosonate in A-Moll die einzigen bekannten Werke für Flöte Solo aus dieser Zeit. Telemann lotet verschiedene nationale Stile in seinen Fantasien aus, unter anderem den deutschen, den französischen, italienischen und den polnischen. Der polnische kommt besonders in sehr lustigen, kurzen und abwechslungsreichen Tanzsätzen zum Ausdruck. Die 12 Fantasien sind allesamt sehr leicht erfassbar und sehr kompakt. Das Besondere an dieser Edition ist, dass uns nur eine einzige Quelle vorliegt, und zwar ein Exemplar der Erstausgabe. Dieses Exemplar liegt in Brüssel. Telemann hat den Notenstich nachweislich selbst vorgenommen, und zwar in seiner frühen Schaffensphase. Der Stich ist sehr unsauber und sehr eng gesetzt, sodass jede Fantasie nur eine einzige Notenseite benötigt. Die Hele-Edition zeichnet sich durch die Maximalausstattung aus, weil nicht nur ein Urtext vorliegt, sondern auch ein komplettes Faksimile der Quelle und außerdem der aufführungspraktische Kommentar von Rachel Brown. Damit bietet diese Edition dem Spieler eine gute Grundlage zum Einstieg und zum tiefergehenden Verständnis der Fantasien. Die Hele-Edition der Fantasien eignet sich für die Praxis, für den ausübenden Musiker besonders deshalb, weil nicht nur ein Urtext, nicht nur der Notentext vorliegt, sondern auch das Faksimile und ein aufführungspraktischer Kommentar, und zwar einer renommierten Traversflötistin von Rachel Brown. Dieser aufführungspraktische Kommentar bietet Anregung und Hilfe, Spielanleitung zu den Fantasien, weil der Notentext oftmals nur ein nacktes Gerüst darstellt, was der Auszierung bedarf. Des Weiteren kann der Kommentar, der auch sehr allgemein gehalten ist an einigen Stellen, auf viele andere Werke des Barock angewandt werden. Ich möchte ein Beispiel aus den Fantasien spielen, ohne Verzierungen. Dieses nackte Notengerüst, diese Phrase, lässt sich zum Beispiel folgendermaßen auszieren. Womit nur eine von mehreren Möglichkeiten genannt wäre. Rachel Brown nennt an dieser Stelle 10 verschiedene Versionen.